Hallo, liebe Freunde der Bienen und der Imkerei. Klaus Becker, der Bienenfachwart des Landesverbands Bayerischer Imker, berichtet hier zum Thema Blühstreifen um monotone Kulturen. Das ist wirklich ein interessantes Thema und die Imker fordern schon lange monotone Kulturen sind mit bienenfreundlichen Pflanzen zu umranden. Achtung, Achtung dabei! Es darf nicht heißen Monokulturen, denn Monokulturen würde bedeuten, dass über Jahre hinweg immer das Gleiche auf dem gleichen Feld angepflanzt wird. Monotone Kulturen hingegen ist das, was wir leider hier in letzter Zeit immer wieder mit Fruchtfolge erleben, aber langweilig für die Bienen ist. Wie habe ich den Vortrag aufgebaut? Im Bild 3 ist zu sehen, Teil 1, wir müssen mit vielen Bienenvölkern für den Erhalt der Blütenbestäubung sorgen. Im Teil 2, die Bienen müssen aber auch genug Nahrung finden. Und im Teil 3, in den Gärten und Feldern brauchen wir eine Vielfalt und keine monotonen Kulturen. Wechseln wir zur Folie 4. Mein Freund, der Michael Zeilinger, kämpft wie hier im Juli 2012 seit vielen, vielen Jahren für den Erhalt der Bienen zur Sicherung der Blütenbestäubung. Er ist ein richtig eingefuchster Imker und hat da wirklich mit viel Biss die Leute in die richtige Richtung getrieben und treibt noch immer in diese Richtung die Leute an. Wie der Folie 5 zu entnehmen ist, baut er in seinem Garten etliche Pflanzen an, mit bienenfreundlichen Pflanzen, die Nektar oder Pollen geben. In seinem Garten hat Michael Zeilinger bienenfreundliche Pflanzen angelegt, die von den Imkerinnen und Imkern als blühende Streifen rund um monotone Kulturen zur Erhaltung der Bienen gefordert werden. Das ist zum Teil eine recht mühselige Arbeit, wenn man an den Pflanzen arbeiten muss, um sie erst als kleine Setzpflanze und später als größere Pflanze voranzubringen. Damals war zum Beispiel die durchwachsene Silvie noch gar nicht bekannt und der Michael hatte sich Samen besorgt und mühselig Körnchen um Körnchen im Kleinen vorgezogen und dann nachher draußen in seinem Garten im Abstand von so 20-30 cm ein Pflänzchen nach dem anderen eingepflanzt und die durchwachsene Silvie, manche nennen sie auch Becherblume, wachsen zu lassen, in der Hoffnung, dass sie einerseits eine gute Nahrungsquelle in Pollen und Nektar für die Bienen bietet, andererseits auch später einmal als Grundlage für Biogasanlagen genutzt werden kann, sodass Landwirte sie gerne anpflanzen. Das ist so eine Hoffnung gewesen, die aber am Anfang recht schwierig war. Man musste aufpassen, ob die Schnecken dran gehen, man musste aufpassen, dass genügend Feuchtigkeit am Anfang da war. Es ist immer recht schwierig gewesen. Diese und andere Pflanzen hat der Michel dort angepflanzt und hat gesagt, ich rufe jetzt die Imker zusammen und sage, kommt und schaut euch an, was ich hier an bienenfreundlichen Gewächsen im Garten habe. Warum kommt sowas nicht als Blühstreifen um monotone Felder, Maisfelder oder was auch immer.
Wir wollen nicht nur Maisfelder haben, wir wollen auch nicht nur Rapsfelder haben, wir wollen nicht nur Sonnenblumen haben, wir wollen eine Vielfalt haben. Also wir wollen Blühstreifen um die monotonen Felder haben. Im Juli 2014 lädt der Michel das Imkervolk wie auch Landwirte und die Presse ein und zeigt ihnen, was aus dem kleinen Pflänzchen von 2012 geworden ist, die zum Teil über viele Jahre hinweg als Biomasse geerntet werden können. Ja, die Imker sind gerne gekommen, die Presse ist gerne gekommen und auch Landwirte haben sich das angeschaut, was denn da plötzlich der Michel bewerben will. Seine Aktivitäten wurden bewundert und die Forderung gestellt, dass alle monotone Kulturen eine Umrandung mit bienenfreundlichen Pflanzen haben müssten. Das ist unser Wunsch, auch wenn er nicht gerne von allen Leuten gehört wird. Die Imker lauschen, die Presseleute lauschen, die Landwirte lauschen und hier steht er bei Bild 13, der Michel und redet und treibt die Leute vor sich her. Bitte macht was Ähnliches, folgt meinem Beispiel, das ist alles kein Hexenwerk, da lässt sich was machen. Und sorgt auch dafür, dass die Bienen, wenn Raps ausgesät wird, zum Beispiel die Droplex-Düse verwendet wird und nicht oben in die Blüte gespritzt wird, helft mit der Biene die Landschaft zu vereinfachen und nicht überall mit furchtbaren Mitteln gegen die Bienen zu kämpfen oder gegen alle Insekten. Der Michel ist wirklich zu bewundern, was er da alles gemacht hat. Die durchwachsene Silvie, auch genannt Becherpflanze, wächst und wächst und wie ihr hier seht, wird sie manchmal mehr als 2 Meter hoch. Also der Michel hat extra einen Maßstab mit 2 Meter, einen Stock mit 2 Meter Höhe mitgebracht, um zu zeigen, wie hoch die Becherpflanze gewachsen ist. Wenn man sie im Herbst dann abschneidet, wächst sie im nächsten Jahr wieder und nicht nur im nächsten, sondern in den nächsten Jahren. Sie kommt immer wieder und es ist eine Freude, eine solche Pflanze in einem Vorgarten an einer Stelle zu haben, wo zum Beispiel die Ecke nicht schön ist und eine schöne Abrundung zum Nachbarn gibt. Weil Bienen unfreundliche, monotone Kulturen ohne Umrandung mit bienenfreundlichen Pflanzen eine große Gefahr für die Bienen sind, wird eine passende Umrandung zur Erhaltung der Bienen gefordert. Also bitte, bitte tut was dafür. Alternative zu Mais schreibt die Zeitung dazu und sagt, ja, da tut sich was, Leute, macht es. Ich glaube, es wurde auch viel in den Jahren seit 2012, 2014 gemacht. Und an manchen Stellen sieht man jetzt die durchwachsene Silvie nicht nur in den Vorgärten oder Gärten, sondern auch auf manchen Feldern, wie sie angebaut wird und genutzt wird. Zusammenfassung. Das Imkervolk kämpft für den Erhalt der Honigbienen und fordert, dass monotone Kulturen durch bienenfreundliche Pflanzen per Gesetz zu umranden sind. Dass es lehrreich ist, sowie Freude und Spaß macht, mit den Bienen zu arbeiten und so die Zukunft der Natur zu sichern, ist immer wieder neu zu erleben. Habt Spaß mit den Bienen, ihr lernt davon so viel und ich muss sagen, auch ich lerne noch immer wieder etwas dazu. Bleibt gesund, wünscht euch der Klaus Becker. Dankeschön.